spricht für die Fraktion der Piraten der Fraktionsvorsitzende, Herr Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Der Artikel 1 des Grundgesetzes ist heute zu Recht schon mehrfach bemüht worden. Das möchte ich nicht wiederholen. Die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist ganz grundsätzlich eine staatliche Hoheitsaufgabe und das nicht nur jetzt in Krisenzeiten. Sie liegt in der Hand von Bund, Ländern und Kommunen. Aber tut sie das wirklich? Denn was wir gegenwärtig in den Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge erleben, kann auch unter der Überschrift Willkommen im schlanken, privatisierten Staat abgehandelt werden. So Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, CDU-Mitglied, in einem Interview im ZDF-Morgenmagazin vom 28. dieses Monats. Wendt wies zudem deutlich auf das Kontrollversagen der Politik hin. Ich zitiere: Wenn hoheitliche Aufgaben auf ein gewinnorientiertes Unternehmen übertragen werden, sind die Scheunentore weit geöffnet für Kriminelle, im Übrigen auch für Extremisten. Zitat Ende. Nun kann man durchaus schlüssig, wie ich finde, argumentieren, dass Private hier schneller sein können und auch flexibler. Aber wenn man das konsequent zu Ende denkt, heißt das auch, dass die staatliche Kontrolle dieser Privaten noch schneller sein muss. Und das greift nur, das kann auch nur greifen, wenn entsprechend Kräfte vorgehalten und die aktuell steigenden Bedarfe vom verantwortlichen Ministerium auch antizipiert werden. Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Minister Jäger. Was Sie ja wirklich aus dem FF können, das muss man Ihnen wirklich lassen, ist, sich PR-technisch gut in Szene zu setzen. Sie haben sich da ein paar tolle Sachen ausgedacht. Blitzermarathon, Rockeraufstand, Salafistenkampf. Sie stellen sich immer als der harte Hund, der zupackende Macher dar. Und so manch einer hat Ihnen das vielleicht auch abgenommen. In Ihren martialischen Auftritten im Lande, aber auch hier im Plenum, haben Sie unsere sehr konkreten Forderungen zur Erstaufnahme, ja zur Asylpolitik im Allgemeinen, stets vom Tisch gewischt. Und jetzt fällt Ihr Kartenhaus in sich zusammen. Die abscheulichen, übrigens im Internet geborenen Vorfälle in Burbach und anderswo zeigen deutlich, dass Sie Ihr Haus und dessen Verantwortlichkeiten nicht im Griff haben. Warnungen zu Zuständen, die Ihnen nicht passen, werden nicht mal angehört. Sie hätten sich mal lieber um einen Blitzermarathon bei den privaten Sicherheitsfirmen kümmern sollen. Immerhin hat die Dortmunder Ordnungsdezernentin vergangene Woche erst auf die hoffnungslos überfüllten Aufnahmeeinrichtungen aufmerksam gemacht und wurde von Ihnen postwendend mundtot gemacht mit der Begründung, solche Aussagen stünden ihr nicht zu. Da hätten Sie sich mal genauer hinhören sollen, aber das ist ja nicht jedermanns Stärke. Aber auf die Spitze treibt es Ihre Aussage vom letzten Dienstag. Sie gaben auf der Pressekonferenz mit Herrn Bollermann zu verstehen, dass es sich bei den Vorgängen aus Ihrer Sicht um das Werk einzelner Krimineller handle. Diese Aussage ist wirklich schwer zu ertragen, denn sie ist eine Verhöhnung der Betroffenen. In Wirklichkeit handelt es sich hier um politisch zu verantwortende Systemfehler. Systemfehler, für die Sie und die Landesregierung die politische Verantwortung tragen. Systemfehler, auf die vorher hingewiesen wurde, mehrfach und unter anderem auch von uns Piraten. Eine Aufbereitung der Vorfälle sollte mit einer ehrlichen Analyse beginnen. Aber das scheinen Sie, Herr Minister, bedauerlicherweise nicht tun zu wollen. Was machen Sie stattdessen? Sie machen weiter im Modus Ihrer PR-Politik. Mit einer 10-köpfigen Taskforce gegen die Missstände im System und in den 19 Aufnahmeeinrichtungen. In alten Westernfilmen wenigstens kommt die Kavallerie aus dramaturgischen Gründen immer 5 vor High Noon. Aber sie kommt. Ihre vollmundig angekündigte Taskforce hingegen kommt zu spät. Viel zu spät. Und noch einmal, sagen Sie nicht, es hätte keine Warnungen gegeben. Auf der anderen Seite, das gilt für Sie und auch für Frau Ministerpräsidentin, das ehrliche Bedauern, Ihre Betroffenheit, Ihre Beschämung, das kaufe ich Ihnen ab.
Aber Bedauern und Betroffenheit ersetzen eben nicht aktive und vorausschauende Verantwortung. Und sie ersetzen darüber hinaus auch nicht die Notwendigkeit eines ganz grundsätzlichen Paradigmenwandels in der deutschen und der nordrhein-westfälischen Flüchtlingspolitik. Und der grüne Umfaller Kretschmann in Baden-Württemberg ist da auch nicht hilfreich. Von moralisch-ethischen Bekenntnissen haben die schwer traumatisierten Betroffenen nämlich nichts. Das bitte ich zu bemerken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Paul.